Hallo, ich bin der Olsen von Lake United und gerade wenn der Wind böig ist, entstehen oft brenzlige Situationen, wo der Kite frontstallt, wo er runterfällt, wo er backstallt oder so. Und wir zeigen dir jetzt in den folgenden Videos ein paar Tipps, wie du in diesen Situationen richtig reagieren kannst und automatisch ein besserer Kiter wirst. Der Frontstall ist ein häufiger Grund für Unfälle, die man am Strand sieht. Und zwar wird der Kiter oben weich, der kippt so drüber und kann dann eben wegkippen. Und das Gefährliche da ist jetzt ein kompletter Frontstall, wenn der wegkippt, dass er in der Powerzone sich wieder fängt und dort zum Ziehen anfängt und dann läuft man. Und wie du das verhindern kannst, ist, sobald du merkst, ui, der wird weich, rückwärts laufen und Leinenspannung aufbauen. Oft helfen da zwei Schritte schon. Was noch ein Tipp ist, wenn es böig ist, die Bar anziehen und den Kite immer stützen ein bisschen. Dann sitzt die Strömung besser an und der Kite kann nicht so wegkippen. Wenn der Frontstall passiert, schnell rückwärts laufen. Was es noch gibt, ist der Backstall, das vor allem bei wenig Wind. Und zwar ist oft, wenn die Bar zu viel angezogen ist, zu viel Spannung auf den Backlines und dann fliegt der Kite rückwärts. Was du da jetzt machen kannst, ist Bar sofort nach vorne schieben, dann kann der Kite wieder auf den Frontlinen aufsteigen. Was auch hilft bei Backstall verhindern, adjust ein bisschen ziehen, dann kann er nicht so viel rückwärts fliegen. Das ist der Klassiker, die Bar anziehen, was man intuitiv machen würde, das würde ich nicht empfehlen, funktioniert nicht. Die Key Facts zusammengefasst: Wenn es böig ist, den Kite immer ein bisschen stützen. Wenn der Kite frontstallt, rechtzeitig rückwärts laufen. Oder wenn der Kite backstallt, das heißt rückwärts fliegt, die Bar nach vorne schieben oder den Adjuster ein bisschen ziehen. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest, dann würde ich dir folgendes Video empfehlen, wo du 5 Tipps kriegst, wie du sofort ein besserer Kiter wirst.